Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ihr habt es am Titel schon gesehen, heute geht es um das ganze Thema Weltstufe 5. Ich habe mich ein bisschen im Google umgeschaut, was ich alles dazu finden kann. Und ein paar interessante Sachen habe ich da gefunden. Zum einen gibt es in der Saisonreise eine Mission, die heißt Tötet das Echo von Lilith im Archiv von Isalia auf der Weltstufe 4 Qual. Jetzt wäre meine Frage an euch. Wo ist das Archiv von Isalia? Ich habe dazu nichts gefunden, außer eine Sache, da komme ich aber gleich drauf zurück. Und was man hier machen muss, ist das Echo von Lilith besiegen, das heißt Uber-Lilith. Und Uber-Lilith finden wir im zersplitterten Gipfel hier unten bei Kerigar im Echo des Hasses, Final-Dungeon. Wenn man hier reingeht, dann kann man gegen Uber-Lilith kämpfen, die richtig, richtig schwer ist, die ich jetzt natürlich nicht schaffen werde. Mit meinem pulverisierenden Druiden. Aber das ist die Aufgabe. Aber wieso steht der Archiv von Isalia? Das ist ein Überbleibsel aus der Beta. Weil in der Beta gab es einen Capstone, der hieß Archiv von Isalia und hat dann Weltstufe 5 freigeschaltet. Ich habe gerade überlegt, was wurden da gerade... Und wenn man dieses Archiv, diesen Capstone geschafft hat, dann hat man Weltstufe 5 freigeschaltet. Ich werde euch hier mal ein Bild zu einblenden, wie das Ganze ausgesehen hat. Zum Final Release hat man dann die vermachten Items aus Weltstufe 5 runtergezogen auf Weltstufe 4 und auch das Ganze umbenannt. Aber wir haben ja im Code noch Weltstufe 5 vorhanden, wurde von Datamining ja schon herausgefunden und wurde auch schon bestätigt. Unter anderem, das habe ich glaube ich schon vor einem Monat oder so euch erzählt, die höheren Juwelen, die ja auch schon gedatamined wurden und auch, dass das Level Cap angehoben werden soll. Man spricht da von ungefähr 20 Leveln, wären dann sowas von 60 bis 80 Paragon Level. Dann wäre auch die Frage, kriegen wir mehr Paragon Boards, weil wir haben ja nur eine bestimmte Anzahl an Boards, wird es dann vielleicht noch ein bisschen mehr geben für nochmal mehr Variety in den Klassen. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Also das finde ich schon ganz cool. Und Glyphen. Wird es nochmal neue Glyphen geben? Wir haben ja jetzt auch für jede Klasse eine bestimmte Anzahl an Glyphen. Sind bei vielen Klassen auch relativ ähnlich. Ausbeuten zum Beispiel hat jede Klasse. Bei manchen Klassen ein bisschen anders, aber gibt es bei jeder Klasse. Wird es neue Glyphen geben auf Weltstufe 5? Würde ich ganz cool finden, wenn es dann wieder neue Glyphen geben würde. Und was ist mit den Nightmare Dungeons? Wieso erwähne ich das? Im letzten Campfire Talk und auch in dem davor schon haben die Entwickler gesagt, dass sie fürs Endgame die Nightmare Dungeons anpassen wollen. Und sie haben es so verkauft, von wegen, ihnen gefällt das nicht, wie Nightmare Dungeons Stufe 100 gelaufen werden. Die wollten das alles runterkroppen auf Level 70, auf Stufe 70. Und jetzt kam es mir, was ist, wenn Stufe 71 bis 100 Weltstufe 5 only wird? Wenn Stufe 71 bis 100 für Weltstufe 5 wird, würde auf jeden Fall passen zu dem, was die Kollegen da gesagt haben. Und vielleicht werden heilig hochgestuft auf vielleicht 25 bis 30 und dann haben wir hier einen richtigen Batzen, der auf Weltstufe 4 geht. Dann nochmal 3 auf Weltstufe 5 plus 110 und 120 würde auf jeden Fall Sinn machen. Kriegen wir dazu auch noch andere Items, höhere Gegenstandsmacht oder bleibt Vermacht das Höchste? Viele Fragen, mich würde extrem eure Meinung unten in den Kommentaren interessieren, was ihr davon haltet. Kriegen wir schon zur Season 2 Weltstufe 5 oder doch erst zur Season 3? Das, was ich so im Internet gefunden habe, alle sagen Season 3, dann wird wahrscheinlich Season 2 nochmal so ein Platzhalter sein, so wie Season 1, weil, sagen wir ehrlich, Season 1 ist nicht viel Inhalt. Und dann nochmal 3 Monate warten. Noch eine Frage, was ist mit noch einem Akt? Was ist mit einem DLC? Kommt vielleicht auch erst mit dem DLC die Weltstufe 5? Viele Fragen, mich würde eure Meinung dazu interessieren. Ich würde mich selber über ein Follow freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt und ein Like auf dem Video. Sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.